FM 1, der Keller mit dem schlechtesten Interview der Schweiz. Herzlich willkommen im Studio von Radio FM 1. Benny Brunner, schön, dass Sie da sind und uns besuchen. Sie sind ja jetzt in der Vorbereitung zu den Wahlen. Wie läuft es Ihnen da? Also ich bin der Toni Brunner, nicht der Benny Brunner. Oh, Toni, excuse. Kein Problem. Habe ich mir falsch aufgeschrieben. Wollen wir nochmal anfangen? Oder fangen wir nochmal an. Gut. Also, herzlich willkommen hier im Radiostudio von FM1, Toni Brunner. Sind Sie das erste Mal da? Nein, ich war schon öfters in diesem Studio, aber jetzt schon länger nicht mehr. Ja, ja. Aber man kennt Sie ja relativ gut hier in der Region, oder? Ja, also ich hoffe es. Ich hoffe, dass die allermeisten den Namen schon mal gehört haben, aber viele kennen mich auch, weil ich schon seit 20 Jahren in der Politik bin. Also Sie sind ja Bauer, oder? Jawohl. Genau. Und jetzt, wenn Sie Politik, wieso wollen Sie denn jetzt auf einmal mit Politik anfangen? Entschuldigung. Ich glaube, da ist wieder, der Keller dahinter. Also ich komme jetzt nicht raus. Jetzt wird mir auch alles klar wegen Praktikant. Aber ich muss ja sonst nie lachen, aber jetzt kann ich auch nicht mehr herunter. Ja, ich habe gedacht, ich fange wieder mal etwas Neues an. Ja, also. Herr Brunner. Sorry. Ich kann mich einfach nicht. Keller, kannst du rauskommen? Wie hoch sind denn Ihre Chancen, dass Sie gewählt werden? Benny Brunner. 50-50. Aber für den Benny Brunner würde ich also die Hand nicht ins Feuer legen. Ja. Weil mit Ihrer Partei, der CVP, läuft es im Moment nicht so, oder? Nein, aber ich muss ehrlich sagen, ich überlege mir einen Wechsel. In die SP? Ich möchte auch mal bei den Winners sein. Ja. Ich möchte unbedingt in die SVP. Benny Brunner, ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie gewählt werden. Danke vielmals und einen Gruß unserem lieben Keller. Ich sag's ihm.